Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie in meiner bekannt liebenswürdigen Art und Weise zur nächsten Vorlesung in organischer Chemie 3. Heterozyklenchemie ist und bleibt unser Thema. Beim letzten Mal hatten wir uns ja die Synthese von Furanspezies angeschaut und was jetzt noch bleibt, was wir noch machen möchten, ist noch ein paar Reaktionen uns zu Gemüte führen, die also speziell die Eigenschaften von Furan demonstrieren. Und das machen wir einfach mal. Also, wir schreiben vielleicht mal als Überschrift, ja, Furanreaktionen. Ne? Furanreaktion. Was kann das Furan, was andere nicht so können? Nun, vielleicht schauen wir uns dazu mal die besondere den besonderen Reaktionsverlauf vielleicht besser von Furan bei der Bromierung an. Ja? Also, man könnte denken, naja, das ist klar, das ist halt ein aromatisches System, nicht? Das ist ganz klar. Und wir haben hier Brom, also eine elektrophile Reaktion. Ja, da wird das wohl auch so ablaufen und wie Sie gleich feststellen werden, im Prinzip ist das vollkommen richtig. Allerdings läuft die Reaktion doch etwas anders ab, als man das vielleicht vermuten würde. Wenn wir die Reaktion uns anschauen, ist klar, das Elektronenpaar hier wird natürlich die Bromspezies angreifen und dabei Bromid, ja, abgespalten werden. Also hier würde ich sagen, das stimmt, ne? Brom reagiert hier als Ba+, elektrophil, klare Sache. Ja, dann stabilisiert das System sich gleichzeitig noch, ja, also Sie sehen, alles klappt einmal lustig rundherum und wir erhalten, ja, so wie wir das gerade formuliert haben, positive Ladung am Sauerstoff fixiert und entsprechend die bromierte Spezies. Ja, jetzt würde man in einer normalen, in Anführungsstrichen normalen, ja, elektrophilen Reaktion sagen, naja, nun wird H+ abgespalten und gut ist. Das ist jetzt bei Furan nicht der Fall, klar, sonst hätte ich auch nicht so viel Wind drum gemacht. Ne? Wir haben hier noch das Bromid, ne, was wir hier gerade abgespalten haben. Und das Bromid nun wieder greift jetzt als Nukleophil in der 5-Position an, entsprechend, ja, dünner Pfeil, ja, klappt, geht die Doppelbindung wieder zum Sauerstoff zurück. Auch hier schauen wir uns das Ergebnis natürlich mal an. So, also hier einmal immer noch Brom und H. Und wie Sie sehen, das Ganze jetzt ziemlich symmetrisch, ja, diese jetzt zweifach bromierte Spezies. Aha, jetzt, okay, ja, das ist speziell. Ja, und jetzt kommt genau das Ergebnis heraus, was wir schon zuvor erwarten würden. Ja, also H+ wird abgespalten und Sie sehen es schon, Sie ahnen es schon. Jetzt geht heraus, oha, Br-, bitte nicht hier sagen, aha, H+ geht raus, da geht kein Hydrid raus, nicht? Sonst würde ja Wasserstoff entstehen. Also Brom, Br- geht raus, H+ geht raus, also ich schreibe mal drunter, minus H+, minus Br-, also, naja, na klar, das ist halt HBr, der abgespalten wird. Und hier enthalten die entsprechende in 2 Positionen bromierte Furanspezies, also 2-Bromo-Furan. So, das ganze Reaktionsbedingungen, ja, Reaktionsbedingungen, das Ganze wird meist in Dioxan gemacht. TRF geht eventuell auch, ja, und schön kalt, 0 Grad Celsius, man macht ein bisschen TRF mit rein, Dioxan wird sonst zu leicht fest, ja. Wenn Sie das nicht machen, kriegen Sie sehr viele Polymere raus, ja, denn die Reaktion ist stark exotherm, heißt natürlich therm, heißt natürlich für uns, wir müssen halt gut kühlen, ja, gut kühlen. So, das wäre also die Bromierung. Als nächstes wollen wir uns eine Reaktion anschauen, die auf den ersten Blick zumindest der obigen Reaktion sehr ähnlich ist. Wir setzen erneut Furan mit Brom um, ja, natürlich ähnlich, wechseln jetzt noch das Solvens weg von einem ätherartigen Solvens hin zu einem protischen. Wir nehmen Methanol. Methanol bei 10 Grad Celsius, also auch gut gekühlt.
Was passiert da? Na, der erste Schritt wird sicherlich ganz ähnlich ablaufen wie oben beschrieben. Jedoch im zweiten Schritt, wo ja das Nukleophil angegriffen hat, haben wir jetzt natürlich eine große Menge Solvents. Und dieses Solvents ist jetzt nicht unschuldig. Das kann genauso reagieren. Und so nimmt es vielleicht nicht Wunder, dass wir als Produkt eine etwas andere Spezies herausbekommen. Ich schreibe sie erstmal hin. Dieses hier, ja, was ist das? Das ist also ein 2,5-Dimethoxy, ja, könnt ihr euch auch Ethanol nehmen, dann ist es eben Ethoxy, also ein 2,5-Dialkoxy-Dihydrofuransystem. Ja, jetzt können Sie denken, ja, das ist ja super, prima, jetzt ist das Brom weg. Ja, wozu mache ich denn das? Ganz einfach, zeige ich Ihnen jetzt. Dieses System können Sie jetzt hydrieren, also Wasserstoff, meist an Raninickel, sie brauchen 100 Grad und eine ganze Menge Druck dafür. Und was können sie da hydrieren? Natürlich die Doppelbindung. Wie könnte es anders sein? Wird dabei hydriert, ja, keine Doppelbindung mehr da. Jetzt haben sie also ein, natürlich ist es immer noch, wie könnte das anders sein? Ein Dialkoxy-System, ja, und weil sie jetzt keine Doppelbindung, sie haben beide Doppelbindungen formal hydriert, also ein Tetrahydrofuran. Also, ich schreibe es vielleicht mal drunter, 2,5-Dialkoxy-Tetrahydrofuran. So, also könnte jemand sagen, ah, das ist so wie TAF, nein, das ist nicht so wirklich. Das System hier, wenn Sie mal mit einem ganz, ganz scharfen Blick schauen, mal nach hier und mal nach da, das ist ja sozusagen ein verkapptes Synton, ne? Ein verkapptes Reagenz, was eigentlich ein 1, 2, 3, 4 Dicarbonylsynton darstellt, also ein 1,4, ja, also 1 und 4, die Carbonylsynton. Begriffe Syntone, das ist also was aus der Retrosynthese. Wenn Sie später zurückblicken auf die Vorlesung, werden Sie feststellen, ah ja, alles klar. Bis jetzt wissen wir, ah, das ist natürlich ein 1,4-Dicarbonylsystem. Das kann natürlich sehr, sehr wertvoll sein in Reaktionen, wo man einen solchen Baustein braucht. Stellen Sie sich vor, dass der Bruder von diesem System wäre also, ja, das wäre halt das Succin-Dialdehyd. Ja. Kann man also hier relativ leicht drankommen. Ja, und man kann auch noch eine wunderbare Reaktion damit machen, dann ist hier unten auch noch voll. Man setzt es mit dieser Spezies hier um. Ja, zunächst schauen, hier ist es kein Schreibfehler, es ist wirklich, wirklich eine 2, also Phenylsulfinsäure, Benzylsulfinsäure, ja, in Dichlormethan, Cl2 und ein bisschen Toluolsulfonsäure. Und dann kommen sie unter Rearomatisierung. Ich schreibe es vielleicht gleich mal aus, das macht sich nicht so schlecht. Jo, so. Dann kommen Sie zu dieser Spezies, also einem Furan, das Sie jetzt gezielt in zwei Positionen mit einer Thiol-Spezies, mit dem Dioxid natürlich, versehen haben. Ja, also auch das ist möglich. Also ein durchaus wertvoller Baustein in der Synthese. So, der letzte im Bunde, den wir uns anschauen möchten, ist eine Bromierung. Diesmal gehen wir von einem bereits substituierten System aus. Hatten wir bereits das Furan mit der Carbonylgruppe in zwei Positionen, also Furfural, Furfurol, Sie erinnern sich, soll also jetzt umgesetzt werden, hier genau so. Allerdings brauchen wir hier eine ganze Menge Brom dazu. 5-mal Brom, Wasser ist das Reaktionsmittel und wir werden zunächst wie immer kühlen und dann gib ihm das Ganze unter Rückfluss
halten. Und wenn wir das machen, kommt ein gänzlich anderes Produkt heraus als das, was wir jetzt gewohnt waren, nämlich so diese Verbindung. Oh je, da ist ja sehr viel los. Vielleicht gibt man dem Kind erstmal einen Namen. Das ist die Verbindung, die auf den schönen Namen hört. Mucobromsäure. Mucobromsäure. Mucobromic Acid im Englischen. Ja, Mucobromsäure. Ja, was ist denn da passiert? Ja, also zunächst sehen wir hier an den beiden Positionen 2 und 5. Das sieht so ein bisschen aus wie das, was wir schon gesehen haben. Ja, das sieht aus, als hätte dann Wasser nukleophil angegriffen. Hier sieht es nicht so aus, könnte man zunächst denken. Bitte erinnern Sie sich, Keto-Null-Tautomerie, ja, alles klar. So kann natürlich auch eine Ketogruppe entstehen. Und wenn wir genau hinschauen, sehen wir, ja, Moment, das ist ja auf dieser Seite, ja, ist das ja das Strukturelement eines Esters. Hier wieder des Carbonylsystems. Und wir haben Alpha-Beta ungesättigt und noch dazu bromiert. Das ist ja fantastisch. Ja, und genau so kann man fantastische Sachen damit machen. Ich möchte Ihnen nur eine Reaktion zeigen. Das ist also für viele, viele Verbindungen, Ausgangsverbindungen, die Mucobromsäure. Man kann hier mit diesen Kollegen arbeiten. Gleich das Lösungsmittel hernehmen. Ist natürlich nichts anderes als Formamid. Und wenn Sie Formamid kochen, kommen Sie zu einem anderen heterozyklischen System, dem wir uns auch noch zuwenden werden. Ja, das ist natürlich Pyrimidin. Ja, und natürlich entsprechend also 1, 2, 3 Brompyrimidin. Also das ist die Pyrimidineinheit. Ganz spannend, daraus kann man also größere, oder Ringvergrößerung ebenfalls heterozyklisch machen. Ist natürlich damit eine sehr wertvolle Verbindung, ja. Genug von Brom, da könnten da noch eine ganze Menge andere Reaktionen aufführen. Wir wollen auch vielleicht mal zu etwas ganz anderen schauen in der Reaktivität, etwas ganz anderen schauen und wir wollen mal gucken, wie sieht es denn Reaktionen mit Buli aus. Ja, Reaktion mit Buli. Also jetzt zu starken Basen und das schauen wir uns vielleicht mal an. Wenn Sie also das unsubstituierte, Furan hernehmen und setzen das mit N-Buli um, werden Sie zunächst feststellen, da passiert nicht viel. Ja, da passiert nicht viel. Sie müssen es schon in Äther bei quasi Rückfluss des Äthers bei deutlich für Buli hohen Temperaturen behandeln, ärgern sozusagen, damit Sie folgende Reaktion bekommen. Sie erhalten die in zwei Positionen, ja, lithiierte Spezies, des Furans. Aha, ja, okay, ja, das ist schön. Geht das auch noch mehr? Kann ich da auch noch mehr machen? Ja, natürlich. Wenn Sie das dann noch ein bisschen weiter machen, ja, also Sie geben noch einmal Buli zu, also nochmal N-Buli. Jetzt geben Sie noch ein bisschen Gas. Tmeda, also Tetramethylethylendiamin, also ein Reagenz, welches dem Buli-Cluster, ja, den das Buli in Lösung normalerweise bildet, aufbricht und damit also quasi monomeres Buli herstellt, die Reaktivität erhöht und hier dann wiederum erhitzen, können Sie auch die zweifach lithiierte Spezies gewinnen. Sehr schön. Und damit entsprechend Reaktion machen, können wir uns auch noch gleich anschauen. Das funktioniert. Nun ist natürlich die logische Frage. Ich weiß, 2, 5 Positionen, alles klar, kein Problem. Wie komme ich in 3 Positionen? Die Frage ist ja immer das Interessante dabei. Da müssen wir uns einer anderen Reaktion bemühen. Das geht natürlich nicht so. Ja, wie sollte da auch, was sollte man auch hier noch ändern können? Sie nehmen hier das entsprechende Bromderivat. Ja, also 3 Bromfuran und wenn Sie 3 Bromfuran wiederum mit N-Buli umsetzen in TAF, jetzt allerdings gut kalt, ja, also CO2, Trockeneis, ja, Temperatur, die üblichen Verdächtigen, dann können Sie tatsächlich eine 3 lithiierte, es sind 3 Positionen, lithiierte Spezies, ich schreibe ja auch mal dran, ja, dass man
sonst könnte man es eventuell übersehen, in drei Positionen Lithium der Spezies erzeugen. So. Sollten sie dann vielleicht so ein bisschen schusselig im Labor sein? Ja, sehen sie natürlich nicht, ist mir klar. Aber es könnte ja sein und na, das Bad taut auf über Mittag, ja, man kennt es. Ja, auf alle Fälle, worauf ich hinaus will, die Temperatur steigt über minus 40 Grad, ist ja noch nicht viel Unterschied. Dann, Sie sehen es schon, ups, switcht das zum thermodynamisch stabileren Produkt in zwei Positionen und Sie haben dasselbe erzeugt, wie wenn Sie gleich das normale, unsubstituierte Furan genommen haben. Also thermodynamisch stabiler ist auf alle Fälle die 2-lithierte Spezies, nicht die 3-lithierte Spezies. Das lässt sich hier gut zeigen. Wichtig, die ganzen Spezies sind sehr reaktiv. Üblicherweise würde man es nur in solche Klammern zeigen, also gleich abreagieren lassen, nicht in der Flasche füllen, das wird so nichts. Als Wissenschaftler, der Sie hier sind oder werden wollen, also im Werden begriffen, der sagt sich jetzt natürlich, na, dann mache ich doch hier die Probe aufs Exempel und nehme mir einfach, um das zu verifizieren, stimmt denn das wirklich oder ist, da steckt da was anderes dahinter? Ja, ist natürlich eine gute Idee. Sie nehmen sich einfach diese Verbindung hierher. Also das 2,3-Dibrom-System. Sehr pfiffig, ja. Setzen jetzt um mit Pulli. Minus 78 Grad Celsius. Und sagen sich, okay, vielleicht liegt es auch im Äther. Ja, okay, nehmen wir Äther dazu. Und sagen sich, dann wird hier eins von beiden nur substituiert. Kann nicht anders sein. Und dann, ja, und dann schauen wir uns vielleicht nach unten, jawohl. Und dann nehmen wir uns das einfach her und sagen, wir setzen das um und lassen die Spezies abreagieren. Was können wir da nehmen? Nehmen wir mal DMF, ja. Lassen das abreagieren und untersuchen die so entstandene Spezies, welche 2 oder 3 Positionen eben zur Reaktion gebracht wurde. Ja, wenn Sie das tun, werden Sie feststellen, Sie erhalten, wie wir das da schon, wie die Vermutung, ja, der erste Experiment das ja auch gezeigt hat, Sie erhalten die entsprechende in 2 Positionen jetzt mit dem Aldehyd derivatisierte Spezies. Wir können also hier oben in unsere schnieken, eckigen Klammern schreiben. Die Spezies, die hier entstanden sein muss, muss also die in 2 Positionen lithiierte sein. Ja, und dann können wir mit DMF entsprechend umsetzen. Okay, also das unterstützt dieses Experiment, diesen Befund. Ja, was kann man dann mit so einer lithiierten Spezies anstellen? Ja, nehmen wir uns vielleicht das stabilere System her. Das können Sie also, ich schreibe jetzt nur mal hier, mit was Sie es umsetzen können. Sie könnten es zum Beispiel silylieren. Also Sie können es umsetzen mit Me3, ja, und würden entsprechend Silylgruppe daran bekommen. Oder Sie setzen es um mit, jetzt habe ich die Klammer vergessen, mit Trimethylborat, also, ne, Borsäure, Trimethylester und kommen zur Boronsäure. Oder Sie können vielleicht weniger spannend es natürlich mit Halogen umsetzen. Ja, Sie können mit Jod umsetzen und kommen zu 2-Jod-Spezies. Oder. Also die Reaktion so, wie man das von einer lithiierten Spezies erwarten würde. Ja? Okay. Zum Abschluss des Furan-Blocks möchte ich Ihnen noch eine schöne Reaktion zeigen, die in wunderbarer Analogie zur Aromatenchemie, also zum Benzol-analogen System, verläuft. Wir schauen uns hierzu mal Furfural. Furfural ist erneut der Ausgangsstoff. Diesmal kein Brom, keine Sorge. Nein, wir nehmen Kaliumcyanid. Und wenn wir Kaliumcyanid hernehmen, und ich würde Ihnen als Aufgabe stellen, das reagiert analog zum Benzol-Derivat, wüssten Sie natürlich, bin ich mir ganz sicher, wenn das so ist, dann muss das Produkt genau diese Form hier haben. Ja, und muss, wenn ich Sie danach den Namen fragen würde, würde ich auch sagen, analog zum Aromatenchemie mit Benzol, würden Sie bestimmt sagen, naja, das muss also dann ja vielleicht sowas sein wie Furoin. Ja, vergleiche Benzoin. Und das Ganze ist natürlich die Benzoin, die Furoin-Kondensation. Das läuft also analog zur Benzolchemie ab. Ja? Und wenn Sie das Ganze natürlich oxidieren, ja, ich schreibe mal hier so ganz mutig,
diese Variante hin, also mit Sauerstoff oxidieren zum Beispiel, dann erhalten Sie ebenfalls analog die Keto, also das 1,2-Diketon. Und das muss natürlich, wenn das so analog genannt wird, genauso analog klingen, mit dem schönen Namen Furil. Ja. Ich schreibe darunter wieder in Klammern, ne, den Namen, den es in der Aromatenchemie, also mit Benzol als aromatischen Substituenten erhalten würde. Naja, und da fehlt natürlich noch einer im Bunde. Wenn Sie das Ganze mit Kaliumhydroxid ärgern, ja, dann wissen Sie, dann gibt es die Folgereaktion, das wäre die Benzilsäureumlagerung. Und hier ist es ganz genauso. Sie erhalten also die Furilsäure. Und entsprechend ist das natürlich auch die Furilsäureumlagerung, ja, klare Sache. Und nach Aufarbeitung, sonst kriegen Sie halt jetzt hier das Salz raus. Ja, wir können ruhig mal das Salz hinschreiben. Soll uns nicht stören. Also die Furilsäure. Die Furilsäure und Benzilsäure, ja, heißt das Ganze ja in der Welt der Aromaten. Also der Carbozyklen. Aromaten sind das ja auch, der Carbozyklen. So ist, ja, so ist richtiger, so klingt das Ganze besser. Warum habe ich das jetzt gebracht? Naja, nochmal als kleine Erinnerung, weil diese Reaktion oft eine Reaktion ist, die, ja, die vergessen wird, die irgendwie übersehen wird. Deshalb dachte ich mir, das kann nicht schaden. Und vielleicht machen wir auch hier nochmal so einen ganz kleinen für die letzte Umlagerung, weil das ja ein bisschen speziellerer Natur ist. Wie läuft das Ganze ab? Ja, das ist vielleicht ganz praktisch, ja. Wenn Sie den Mechanismus sich formulieren, sich mal aufschreiben, werden Sie feststellen, das kann man beispielsweise so, ja, so ganz gut formulieren, wie das, was ist das? Das sieht doch hier ganz anders aus, also das ist hier immer noch gleich Furil, das ist das Hydrat des Furils, ja, also Wasser hat er angedockt, das Hydrat des Furils, und hier kann man wunderbar das zeigen, wenn ich das Ganze im Basisch ist es ja nun wirklich genug, ja, KOH, das Ganze mal deprotoniere, so dickes Minus hin, dann ist klar, ich kann hier das freie Elektronenpaar nach unten klappen lassen und jetzt shiftet der aromatische Rest, ja, der springt und hier geht die entsprechende Doppelbindung nach außen, wird also hier negativ und wir erhalten also dann entsprechend Aromat O minus, ja, und hier die Carbonsäure wie aufgezeichnet, ja. So läuft das Ganze ab. Naja, und dann ist klar, das O minus ist basischer als die OH-Gruppe der Säure und es wird dann halt reprotoniert. Also das ist der mechanistische Ablauf, falls Ihnen das nicht so ganz, ja, wenn Sie das nicht mehr so ganz auf der Pfanne gehabt hätten. So läuft das Ganze ab. Wenn Sie hier oben bei der Furoin-Benzoin-Kondensation Probleme haben, bitte nachschlagen, bitte formulieren Sie es als Übung selbst. Damit hätten wir es geschafft. Die Freude ist groß. Wir kommen zum letzten Kapitel der fünfgliedrigen Heterozyklen mit einem Heteroatom. Also entsprechend zum Thiophen. Das Thiophen. Ja, das Thiophen, auch hier wollen wir beginnen mit Synthesen. Mit Thiophensynthesen und da wäre als erstes zu nennen, ich könnte Sie jetzt mal nach den Namen raten lassen. Und ich denke, eines der ersten, was Sie sagen würden, könnte doch, aha, wir hatten es schon ein paar Mal, die Pahl-Knorr-Synthese sein. Ist es in der Tat, die gibt es also tatsächlich auch für Thiophen. Und auch hier machen wir ein kleines Beispiel. Das sei mal dieses System hier. Wir haben also erneut das 1,4-Diketon-System genommen. Und wenn Sie das jetzt mit P4S10 umsetzen,
Ja, jetzt brauchen Sie natürlich nicht nur etwas, was Ihnen den Sauerstoff entfernt. Ja. Bitte erinnern Sie sich, Phosphoroxophil. Ja. Oxophiler Phosphor. Sondern Sie brauchen auch gleichzeitig noch den Überträger für Schwefel. Und was geht da besser als das entsprechende Phosphorsulfid? Dann können Sie also gelangen zu so einer Spezies. Das ist sicherlich etwas, was jeder auf der Pfanne gehabt hätte. Na, schon wieder der Begriff, ich habe es heute mit den Pfannen. Und Sie wissen, das hier unterliegt genauso einer Ketoenol-Tautomerie, das Thioketon, also wie ein normales, in Anführungsstrichen, Keton. Und so ist es vollkommen, ja, sehen Sie schon, habe ich die O-Variation geschrieben, so ist es vollkommen legitim, das auch so zu schreiben. Ja, wie könnte es anders sein? Und dann ist klar, hier kann also entsprechend der Schwefel, ich schreibe es vielleicht mal so, ja, kann der Schwefel die SH-Gruppe, also das entsprechende Thiocarbonylsystem, angreifen und Sie gelangen im ersten Schritt sicherlich noch zum Hydrosystem SH, so, und die Doppelbindung nicht vergessen. Ich habe hier wieder gleich die Protonen getauscht. Ich denke, das ist mit Ihrem Einverständnis, ja. Und wenn Sie hier nun natürlich noch etwas erhitzen, können Sie minus H2S, also Sie eliminieren Schwefelwasserstoff, genau wie Sie bei der Furansynthese jetzt hier Wasser eliminiert hätten, und Sie bekommen das entsprechende 2,5-Dimethyltiophen heraus. Ja. Nun ist das, ich gebe das zu, mit dem Phosphosulfid eine ganz schöne Matscherei. Ich schreibe mal hin, oder, ja, oder, weitere Möglichkeit, Sie benutzen als Reagenz das inzwischen auch gute alte, oft so abgekürzte LR, wenn Sie das mal irgendwo lesen, ja, LR, das ist also Lavesons-Reagenz, und Lavesons-Reagenz ist nett, können wir hier sofort aufschreiben, weil Lavesons-Reagenz eine heterozyklische Verbindung ist. Und damit wunderbarer Teil der Vorlesung. Sieht also so aus. S und S und P, wenn man es einmal geschrieben hat, vergisst man die Formel nicht wieder, weil es eigentlich wirklich vom Schreiben her sehr hübsch ist. Ist also ein solches viergliedriges Ringsystem mit jede Menge Schwefel dran und hier ein Phenylring mit Alkoxygruppe, Methoxygruppe. Hergestellt wird Lavesons Reagenz im Übrigen aus Anisol plus P4S10. Ja, sieht man vielleicht auch noch in der Reaktion. Also mit Lavesons Reagenz geht das auch. Vorteil, das ist, besonders die Abbauprodukte sind besser löslich und die Aufarbeitung ist deutlich einfacher. Also Lavesons Reagenz, bitte merken. Nächste Reaktion, nächste Synthese, die wir uns anschauen wollen. Ach, ich glaube, ich mache mal Platz. Ja. So, einmal Platz gemacht, ist die sogenannte Hinzberg-Synthese. Also Hinzberg-Synthese, vielleicht richtiger Hinzberg-Synthese-Route. Ja. Was hat Hinzberg-Synthese, wie kann man sich das vorstellen? Wir starten von einem Diketon in diesem Fall, und zwar von einem 1,2-Diketon. So, jetzt die Frage, wer hat aufgepasst? Natürlich alle. Die werden jetzt sagen, ja Moment, das hat man doch gerade schon gesehen, das hat man doch beim letzten Furanen, natürlich hat man das beim letzten Furanen, und deshalb heißt diese Verbindung auch immer noch Benzil, ja, also die nehmen sich Benzil und als Komponente, mal schauen, wenn ich die hier so drunter schreibe, ob man gleich ersehen kann, wo die Reise hingehen soll. Ja, ich denke, das klappt. Ja, so, COO eng, aber es klappt. Ja, also, diesem Dioether
welcher hier natürlich durch die Carbonsäuren wunderbar CH-erziehte Position hat, die nur darauf warten, das Carbon-0-System oben anzugreifen. Das heißt, wir benötigen basische Reaktionsbedingungen. Cotbu, ja, Kalium-Tertiärbutanolat. Als Reaktionsmittel nimmt man hier oft auch gleich Butanol, Tert-Butanol durch her und macht das Ganze etwas warm. Und dann kommt man zum entsprechenden kondensierten System, also sprich zum Thiophen, welches hier natürlich jetzt die beiden Phenylsubstituenten trägt und die Carbonsäure auf der anderen Seite. Ja, es ist ja genug, es ist ja basisch genug. Ist ja basisch genug und spätestens beim Workup, ja, ist das so basisch, dass das stiften geht. Wenn Sie das Ganze jetzt noch Reaktionsräume schaffen wollen, also hier eine CH-Bindung wiederherstellen wollen, können Sie das Ganze natürlich, das macht man meist einen Kupferkatalysator, dekarboxylieren. Wichtig, dass Sie sich merken, dekarboxylieren natürlich in der Hitze. Und dann können Sie relativ leicht einen der beiden Carbonsäure-Substituenten, den in 2 oder 5 Positionen, ist ja zunächst das gleiche, spalten, also plus CO2. Ja, und Sie erhalten hier eine freie Position, an der Sie weitere, beispielsweise elektrophile Reaktionen starten können. Ja. Daran sieht man auch ganz gut, ja, dass das System deutlich stabiler ist. Schauen Sie, was Sie mit dem machen können. Und es beschwert sich kaum. Ja. Also auch hier mal so als kleinen Wiederholung, als kleine Rekapitulation. Das Ganze ist schon recht Benzol-ähnlich. Ja, ja, das wäre die Hinzberg-Reaktion. Ausbeute hier übrigens, wenn das, ja, das ist, kann auch noch ganz wichtig sein, habe ich mit notiert. Ja, es soll schon so aussehen, also 75%. Die Dekarboxylierung, ja, meist nur so um die 50%. Ja, das ist halt Feuer- und Schwertreaktion, da kann man jetzt nicht, ja, da kann man sich nicht unendlich viel davon versprechen. So, das wäre also Hinzberg. Ach ja, übrigens Hinzberg, ja, ich hätte auch beginnen können mit, was sagt Ihnen der Name Hinzberg? Und dann hätten Sie natürlich alles fortgesagt. Ah, Hinzberg-Trennung aus dem Praktikum Organische Chemie 1, also die Trennung von Amingemischen nach Hinzberg. Ganz klar, hätten Sie sofort gewusst. Was fehlt noch im Bunde? Wir hatten jetzt 1,4 Dicarbonylverbindung, wir hatten 1,2 Dicarbonylverbindung. Jetzt wollen wir uns anschauen, geht das Ganze denn auch mit 1,3 Dicarbonylverbindung? Ja. 1,3. Dicarbonyl. Ja, das funktioniert. Hier nehmen wir uns gleich mal, wir könnten jetzt etwas Offenkettiges nehmen, etwas Spannenderes heraus. Und zwar benutzen wir mal Cyclohexan als Grundstruktur mit einer Ketofunktion, also Cyclohexanon, welches in Alpha-Position noch über ein Aldehyd verfügt. Ja, so machen wir das. Und ist natürlich dabei vollkommen klar, auch das ist dazu befähigt, Ketonol-Tautomerie zu machen. Und wir haben also auch dieses Enol vorliegen. Ja. Wenn wir das jetzt hernehmen, was ist jetzt der Baustein, den wir benutzen? Nun ja, bei einem 1,3-Baustein ist klar, wir haben schon 3 Bausteine. Ja, also für unseren 5-Ring. Wir brauchen also noch einen 2er-Baustein. Der muss Schwefel enthalten. Ja, wie könnte es anders sein? Nehmen wir uns halt ein SH her und der Rest sieht wie folgt aus. Es ist also Alpha-Mercapto-Essigsäure. Und damit wir nicht so viel deprotonieren müssen, nehmen wir uns gleich hier mal den Ester her. Also Alpha-Mercapto-Essigsäure. Ja, ganz einfach eigentlich. Man spricht von solchen Systemen übrigens auch von Thioglycolaten, ja, Thioglycolaten, weil die, ja, Glykolsäure gibt es ja auch und das ist also entsprechend Thioglycolate. Wenn wir das Ganze zur Reaktion bringen, und zwar sauer, ja, Schwefelsäure nimmt man da im Normalfall
her. Das Ganze geht bei Raumtemperatur sehr gleichmäßig gut gerührt, können Sie also entsprechend zu solch einer Spezies kommen. COO-Ethyl. Also, auch das wollen wir uns natürlich mal ganz kurz anschauen, was wir da gebastelt haben. Wäre der Schwefel jetzt ein Sauerstoff, würden Sie sicherlich sagen, ah, das ist sowas wie ein Enol. Und da das ja kein OH wäre, sondern ein Äther, ein Enoläther, und das ist ein Thioenoläther. Ja. Ja, so sieht das Ganze aus. Wird im Normalfall nicht gefasst, in Klammern. Wir wollen ja sowieso zum Thiophen weitergehen. Man switcht auf Natriummethanolat, also jetzt stark basisch. Ja, Methanol vielleicht als Lösungsmittel. Und dann sieht man schon, klar, wieder CH zieht, hier ist unser Keton, der Angriff kann erfolgen. Wer jetzt sagt, ich hätte jetzt hier nicht angegriffen, ich hätte das als Michael-System erkannt und hätte bestimmt hier angegriffen. Gute Idee, primär, bitte bedenken Sie, Schwefel ist groß. Wenn Sie diesen großen Schwefel so biegen wollen, dass der Angriff hier erfolgt, da ist der Winkel sehr ungünstig. Ich gebe Ihnen aber recht, das kann zum Beispiel ein Nachbarmolekül angreifen, deshalb ist die Ausbeute hier überschaubar, sagen wir mal. Sie liegt nur bei 30% über beide Schritte zusammen. Ja? Also da gibt es reichlich Nebenprodukte dafür. Ganz klare Sache, ja, das haben Sie durchaus recht, das muss Nebenprodukte geben. Okay, so, wie sieht das Ganze aus? Also jetzt geht der Ring entsprechend zu. Und Sie erhalten hier Thiophen, ein bisschen groß geraten, aber damit können wir leben. Den Thiophen 2-Carbonsäure-Ester, welcher eben hier oben noch mit einem zweiten zyklischen Verbindung, also mit Zyklohexan funktionalisiert ist. Also, wir fassen zusammen, wir können 1,4, 1,3 und 1,2 Diketone, also Beta-Diketone, Alpha-Diketone, alles hernehmen und entsprechend zum Thiophen umsetzen. Es gibt noch viele weitere Reaktionen, aber ich denke, das gibt einen ganz hübschen Überblick über die Synthesemöglichkeiten. Und auch hier wollen wir noch einen kleinen Überblick über spezielle Reaktionen des Thiophens geben. Also Thiophen-Reaktionen am Thiophen, die also wirklich speziell für Thiophen stehen, die wir noch nicht behandelt haben. Ja, zunächst ganz wichtig für Sie zu merken, ich hatte es schon mal geschrieben, das Ding ist halt Benzol-ähnlich. Also die Reaktionen hier sind wirklich dem Benzol sehr, sehr ähnlich. Ja? Viele Reaktionsbedingungen, die Sie für Benzol in einer elektrophilen Reaktion hernehmen, gelten auch für Thiophen. Deshalb wollen wir uns natürlich hier ein paar Besonderheiten hernehmen. Wir hatten bereits, wenn Sie ja, Thiophen zum Beispiel bromieren würden, ja, dann kommen Sie also zum entsprechenden 2-Brom-Thiophen, das ist klar. Was natürlich die Frage aufwirft, wie komme ich eigentlich, oder wir schreiben das nochmal auf, ja, ist vielleicht auch eine Idee. Wenn Sie Thiophen also bromieren wollen oder auch chlorieren wollen, sehr schön geht das, bitte bedenken, es ist Benzol ähnlich, aber es ist ein bisschen reaktiver, sodass also Polybromierung, Polyhalogenierung durchaus passieren können. Und da ist es praktisch, wenn man sich ein Reagenz hernimmt, dass das Brom halt langsam abgibt. Sie wissen schon, worauf das hinausläuft. NBS mit ein bisschen HClO4 als Cut. Ja, wir wollen ja nicht radikalisch arbeiten, sondern immer noch elektrophil. Kann ich hier selektiv in 2-Position bromieren. Ja, das funktioniert also, das meine ich damit. Es ist halt nur reaktiver, deshalb nimmt man NBS und nicht Brom selbst her. Ausbeute übrigens, ja, sehr gut, kann sich sehen lassen, 88%, das passt schon. Ja, nun stellt sich natürlich sofort die Frage, das ist schön, solange ich 2-Brom-Thiophen brauche, was mache ich denn, wenn ich 3-Bromo-Thiophen haben möchte? Ja, also was ist mit 3-Brom-Thiophen eigentlich? Wo kriege ich das her? Ja, Sie wissen, für viele Reaktionen, Kreuzkupplung, was wir ja auch noch mal kurz in dieser Vorlesung haben werden, braucht man Brom-Spezies, wo kriege ich die jetzt her? Ja,
Da hilft uns folgende Beobachtung. Wenn man Theophen jetzt eben nicht mit NBS umsetzt, sondern mit Brom, und zwar in einem speziellen Lösungsmittel, wenn man das so nennen möchte, nämlich in HBr, also hier der 48-prozentigen konzentrierten Säure, und das Ganze bei Raumtemperatur, dann kommt man zu einem polybromierten System, nämlich zu einem ganz definierten polybromierten System, zum Tribrom. Brauchen Sie so die Formel so, also zum Tribrom-Thiophen. Und dieses Tribrom-Thiophen kann uns bei der Beantwortung dieser Frage hier oben helfen. Pardon. Lange bekannt ist, wenn ich die polybromierten Systeme mit Zink, also unter reduktiven Bedingungen, umsetze, also Zink und H+, verdünnte Salzsäure, Essigsäure, sowas, kann ich gezielt die Bromderivate in 2 und 5 Positionen, also die Alpha-Brome, entfernen. Ja? Und was bleibt übrig? Naja, natürlich das, was wir wissen wollten. 3-Brom-Thiophen. Plus Zinkbromid, logischerweise. Plus Zinkbromid. Das funktioniert ganz gut, und dann liegt natürlich die Vermutung nahe, was ist mit einem anderen Reduktionsmittel? Kann das nicht auch das ein bisschen anders vielleicht realisieren? Das kann es. Sie können zum Beispiel mit Natriumborhydrid, BH4, und Palladium, Tetrakistriphenylphosphin, also eine Palladium-Katalysat, wie man ihn aus der Kreuzkupplung kennt, das Ganze machen, reduktiv, dann kommen Sie ebenfalls sonst nicht ganz trivial herstellbaren System zum 2-3-Dibrom-System. Also dann entfernen Sie nur die Brom-Spezies in 5 Positionen. So, also das ist ganz praktisch, so kann man entsprechend zu dem Produkt gelangen. Und auch hier, klare Sache, wollen wir uns noch einmal anschauen, ob das Benzol ähnliche Verhalten, ob man das so stehen lassen kann oder ob man hier vielleicht Fragezeichen machen muss. Also Benzol ähnlich, ich denke, Sie gehen mit mir mit. Wenn es um elektrophile Reaktionen geht, stimmt das. Jetzt schauen wir uns aber mal an, wie sieht es denn aus, wenn wir es auf den Punkt, der halt nicht benzolähnlich ist, den Schwefel abzielen. Also, wir schauen uns das Oxidationsverhalten an. Das Oxidationsverhalten betrachten wir mal an folgendem jetzt substituierten Thiophen-Derivat. Das soll in den beiden Beta-Positionen, also in 3-4-Positionen, Terbutylreste tragen. Gut. Und jetzt schauen wir uns das Oxidationsverhalten an, indem wir es eben, wie könnte es anders sein, wir oxidieren mal. Und dann nehmen wir uns MCPBA her, schön selektiv, feine Sache, zum Oxidieren, also Metachlorperbenzoesäure. Und wenn ich das mache, komme ich ganz problemlos zum gezielten Oxidieren des Schwefels und wir bekommen zum SS Dioxid. So, da steht's schon. Okay, betrachten wir uns dieses System jetzt mal etwas genauer, werden wir sehen, das SS Dioxid ist ja gar kein Aromat mehr. Das ist ja kein Aromat mehr. Es ist kein Aromat mehr, weil es kann gar keine Elektronenpaar mehr in den Ring hinein donieren. Das wird nichts mehr. Es bleibt also hier oben dieses konjugierte Doppelbindungspaar natürlich. Das heißt, wir haben hier oben ein, wenn ich jetzt das Wort sage, werden Sie sofort schlussfolgern, wir haben jetzt ein Dien. Was kann ich mit einem Dien machen? Ich kann mir als Reaktionspartner ein Dienophil hernehmen. Also wir sind im Bereich der
Diels-Alder-Reaktion angekommen. Wir nehmen jetzt mal ein ganz spezielles Diän, nämlich dieses hier, schön klein geschrieben. Also, das ist ein Vinyl, ja, Vinylphenylsulfoxid. Grundstruktur DMSO, ja, aber Vinylphenylsulfoxid. Vinylphenylsulfoxid ist jetzt natürlich das Dienophil und damit reagiert es bestimmt auch genauso. Also, wir schreiben mal hier so schön es geht. Ich hoffe, es passt noch hin, aber ich bin wie immer guter Dinge. SO2, hier oben hat sich nichts geändert. Tert-Butyl und Tert-Butyl. Ja. Die Bindung, ja, jetzt habe ich ein bisschen zu sehr aufgedrückt, aber klar, die Doppelbindung ist jetzt zwischen 2 und 3 Positionen. Und sonst hängt hier unten noch unser ehemaliges Vinylphenylsulfoxid. Also, das hat geklappt. Diels-Alder-Reaktion, ja. Ich mache mal Diels-Alder, schreibe ich noch hin. Das ist also jetzt ein bizyklisches System. Das ist ja wie so eine Art Überkappung. Wir können es mal schauen, ob ich das jetzt so freihand, ja, sieht gut aus, hinbekomme. Na, sicherlich sind die beiden Gruppen in, jawohl, und SO-Phenyl. Ja, das ragt natürlich nach oben oder nach unten, wie Sie möchten, heraus. Okay, so schaut das Ganze aus. Und damit jetzt nicht genug. Jetzt können wir das Ganze noch etwas weiter erhitzen, also Delta T. Und bitte schauen Sie, was wir hier haben. Wir haben hier eine Doppelbindung, ein SO2 gebunden, aber das lacht einem doch schon entgegen, nicht wahr? Welches, man nennt es, wenn es aus einem solchen Ring hinaus eliminiert wird, extrudiert, also ein extrusionsfähiges SO2 und eine potenzielle Abgangsgruppe, welche hier als Sulfensäure eliminiert werden kann. Also doppelte Eliminierung heißt, zwei Doppelbindungen bekommen wir. Das wiederum heißt, wir erhalten jetzt ein aromatisches System. 1, 2, 3. Ja, eine war schon da, zwei haben wir bekommen. Und jetzt ist auch klar, warum wir das da oben dran gebastelt haben oder warum das überhaupt jemand da oben dran gebastelt hat. Zwei Tert-Butyl-Gruppen am Phenylring in direkter Nachbarschaft ist natürlich sonst sehr schwer hinzubekommen, weil die sterisch ja so eng beieinander stehen. Ja, das klappt also ganz wunderbar und man kann hier zu diesem Produkt gelangen. Also eine schöne Methode, über Diels-Alder zu Benzol zu kommen. Und Sie können sich ja mal selbst fragen, wie viele Reaktions- oder Darstellungsmöglichkeiten für Benzol, für den Grundkörper, kennen Sie denn? Ich vermute, es sind nicht allzu viele. Jetzt haben Sie auf jeden Fall eine. Gut. Die fünfgliedrigen Heterozyklen mit einem Heteroatom hätten wir damit abgeschlossen und würden jetzt dann zu den fünfgliedrigen Heterozyklen mit zwei oder mehr Heteroatomen kommen. Aber das machen wir erst im nächsten Video. Bis dahin bitte bleiben Sie gesund und mir gewogen.